Ein einzigartiges Experiment wurde am 27. November in der Landeshauptstadt offiziell gestartet. In der Anne-Frank-Straße errichtet die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft SWG einen Fünfgeschosser mit insgesamt 35 Mietwohnungen. Das Besondere daran, 17 davon werden vom Land gefördert und gehören zu dem sogenannten sozialen Wohnungsbau. Das 5,3 Millionen Euro schwere Projekt wird mit 972.000 Euro vom Land dotiert. Der Infrastrukturminister Christian Pegel kam extra vorbei, um den Förderbescheid zu übergeben. Wir glauben, dass es Nachfrage gibt. Wir erleben sie in den verschiedenen Städten. Wir haben in Neubrandenburg geholfen, in Greifswald geholfen, in Waren geholfen, in Bad Doberan. Überall ist die Nachfrage klar. Auch und gerade barrierearmer oder barrierefreier Wohnraum ist an vielen Stellen noch nicht so leicht verfügbar. Und das wird mit unserem sozialen Wohnraumbau immer gleich mit abgedeckt. Zudem glauben wir, dass in so einem gemischten Bereich, wie er jetzt hier ganz bewusst entsteht, auch verschiedene Familien zusammenkommen wollen, dass die Leute genau das möchten. Also ob wir es weiterempfehlen können, können wir Ihnen sicher bald sagen, wenn das Projekt realisiert ist. Wir gehen aber davon aus, dass eben die geförderten und die nicht geförderten Wohnungen in einem Gebäude wirklich zukunftsweisend sind, weil die Mieten, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ja auch die gleichen sind. Außer, dass eben einige Mieter weniger Miete zahlen, weil eben das Land Mecklenburg-Vorpommern für dieses Objekt über 900.000 Euro Zuschuss gibt. Alle 35 Wohnungen sind barrierefrei und finden sich auf einem sehr hohen Qualitätsniveau, typisch für alle SWG-Neubauten. Wer allerdings für diese Qualität etwas weniger bezahlen darf als der Nachbar, wird in einem Spezialverfahren geregelt. Entscheidend dabei sind die Einkommensgrenze pro Person. Generell ist von Geringverdienern die Rede.